Endlich ist der Jurassic World Teaser rausgekommen. Ich möchte mit euch heute ihn angucken, besprechen und auch analysieren. Die Videoqualität des Teasers ist leider nicht gut, da der Teaser ein Kino- und US-exklusives Material ist und dies nur ein Ausschnitt von einem Amateur im Kino ist. Wir schauen uns jetzt aber den Teaser erstmal an. Als erstes möchte ich mit euch über die erste Szene des Trailers sprechen. Diese spielt in einem Autokino, wo der Tyrannosaurus Rexy einbricht und Randale macht. Die Szene und die ausgelassene Musik des Cartoons ist ein guter Kontrast zu der Situation der Menschen in dieser Szene. Außerdem ist es eine gute Hommage zu Steven Spielberg, der selber ein großer Cartoon-Fan war und das auch in vielen seiner Filme gezeigt hat. Übrigens hat der T-Rex nun auch ein viel massiveres und wissenschaftlich korrekteres Design. In den nächsten Sekunden werden uns zwei verschiedene Szenen mit zwei verschiedenen Dinosauriern gezeigt. Der erste ist vermutlich der Gallimimus und der zweite vermutlich der Allosaurus aus Better at the Big Rock. Man kann nämlich den Wohnwagen der Familie und das Lagerfeuer sehen. Denkbar wäre aber auch der Giganotosaurus. In der letzten Szene sehen wir, wie der Mosasaurus aus dem Wasser springt und einen Haikäfig angreift. Ich finde diese Szene sehr beeindruckend, denn es verdeutlicht nochmal die Größe des Mosasaurus und ist ein guter Callback zu der ersten Szene von Mosasaurus in Jurassic World, wo er den Hai runterholt, auch von einem Kran, wie der Haikäfig. Ich persönlich fand dieser sehr gut und er bestärkt mich in der Annahme, dass Jurassic World Dominion ein guter Film wird. Ihr könnt ja gerne eure Meinung mir in die Kommentare schreiben und wenn ihr Lust habt, mir ein Like geben oder ein Abo dalassen.